Und damit hallo und herzlich willkommen zu dem Review von dem OG A-Wing. Dieses wunderschöne Set, was ihr hier vor euch sehen könnt, habe ich neulich bei der Hamburger Brickbörse für gut 20 Euro ergattert. Für den Zustand, in welchem ihr dieses Set hier vor euch sehen könnt, ist das wirklich ein sehr, sehr guter Deal gewesen. Und dann muss ich das mal vor Augen halten, dass dieses Set hier älter ist als ich selbst. Und deswegen freue ich mich umso mehr, hier einmal vor mir sehen zu können, wie dieses Set denn damals aussah oder wie diese Sets damals so aussahen. Und bevor wir jetzt richtig durchstarten, möchte ich nochmal anmerken, ich bin aktuell gesundheitlich ein wenig angeschlagen. Ich bitte das zu verzeihen, falls man was mitbekommt. So, kommen wir zuerst zu den Minifiguren. Unsere erste Minifigur in diesem Set ist dieser OG Rebel Engineer. Ganz, ganz klassisch beprintet. Wie es sich gehört für die damaligen Figuren, hat auch dieser Rebel Engineer einen kleinen Schnauzer. Dann ein Werkzeug, noch eine kleine Seehilfe dabei. Keine Rückenbedruckung, eine nette Cap. Für das Jahr 2000 auf jeden Fall eine Minifigur, die man immer mit dabei machen kann. Unsere zweite Minifigur in diesem Set und gleichzeitig auch die wichtigste ist dieser A-Wing Pilot. Ihr könnt schon sehen, der ist wirklich ganz, ganz simpel bedruckt von vorne. Von hinten hat er erst gar keine Rückenbedruckung bekommen. Sehr, sehr auffällig an dieser Figur ist der Helm. Der ist nämlich rundherum so ein bisschen beprintet, auch wenn diese Linie hier, also das war nicht ich, Leute, ja, das war nicht ich. Das war die Printingmaschine, da ist irgendetwas mit dem Strich eindeutig gehörig schiefgelaufen. Sehr schön finde ich auch diese neongrüne Farbe, welche Lego für Figuren aus der Zeit für die Visiere genommen hat und auch für das Set, werden wir gleich nachher nochmal sehen. Unter dem Helm, ja, haben wir jetzt auch nichts Besonderes. Es ist halt nur ein A-Wing Pilot ohne Namen. Das Besondere bei seinem Kopf ist jetzt nur noch, dass er halt hier dieses kleine Mikrofon mit drauf gedruckt hat. Jo, für die damalige Zeit würde ich sagen, auf jeden Fall Standard, kann man so stehen lassen. Es ist ein Klassiker. Also ich kann es ja noch nicht mal der Figur übel nehmen, dass sie so aussieht. Es ist einfach wirklich Klassiker hoch 10. Bevor wir jetzt zum Set allerdings kommen, möchte ich euch die wunderbare Anleitung präsentieren. Da sehen wir hier auf der Vorderseite das Boxart. Und immer wenn ich diese explizite Szene hier sehe, dann muss ich immer an diese Filmszene hier denken. Eventuell wollte Lego sogar das mit diesem Boxart ausdrücken. Jo, auf der Rückseite sehen wir noch mal ein paar Alternativ-Builds, auch wenn dazu nie irgendwie etwas in der Anleitung beschrieben worden ist. Dann im Inneren der Anleitung befinden sich leider keine Teileauflistungen oder Set-Auflistungen. Ihr startet direkt mit den Minifiguren und oh, seht euch das an diesen wunderschönen, ja, Sternhimmel im Hintergrund. Und zwei Sachen möchte ich mal euch genauer zeigen, und zwar, wenn wir hier die Bauabschnitte, also die Zahlen uns mal angucken, im Hintergrund ist einfach das Zeichen der Allianz hier so orange-rot draufgedrückt worden. Richtig, richtig schön. Und bei jeder Seite hier oben könnt ihr eine kleine Filmszene sehen. Also das ist auch nicht wirklich groß, man muss da wirklich ziemlich nah rangehen, um zu erkennen, um was es sich überhaupt handelt. Aber soweit ich das sehen kann, habt ihr wirklich auf jeder einzelnen Seite auch eine andere Filmszene mit dabei. Und oh, sieht sich das eine an. Da ist der Todesstern 2. Was haben wir hier noch so Schönes? Ich habe das jetzt auch das erste Mal gesehen bisher. Nochmal den Todesstern, jedoch mit ein paar Schiffen davor. So, oh, ich liebe es, dadurch zu werden. Was haben wir hier? Ah, guck mal. Das ist doch unser Freund, der A-Wing Pilot, welcher gerade eben die Executor zerstört hat. Ah, und hier können wir nochmal ein paar spezifischere Szenen sehen, wie es dazu gekommen ist. Da haben sie ja zuerst die Brückendeflektorschilde verloren und dann, ah, das haben wir gerade gesehen, kommt der A-Wing langsam angeflogen hier und ja, da schreit er nochmal, dann rast der Jäger hier in die Brücke hinein, lässt die Brücke in Flammen aufgehen und schließlich stürzt das Schiff ab. Also wirklich, für die damalige Zeit, das hier ist meiner Meinung nach sogar viel besser als das, was wir aktuell haben. Also allein schon wegen diesen kleinen Filmszenen da drin. Top, perfekt, so kann es gehen. So muss es gehen. So, und ohne euch weiter auf die Folter zu spannen, präsentiere ich euch den A-Wing aus dem Jahre 2000. Die allererste Interpretation eines A-Wings von Lego. Was mal gleich auffällt, ist diese sehr, sehr blockige Bauart. Aber diese blockige Bauart
bringt auch enorm viel Stabilität mit sich. Wenn dieses Set euch runterfällt, dann ist das Schlimmste, was vielleicht abgeht, hier diese Kanonen an den Seiten, aber ansonsten ist das Ding stabil wie sonst was. Auch auffällig sind die damals noch anders genutzten Farben, und zwar dieses alte Dunkelgrau und das alte Hellgrau. Und natürlich das mittlerweile ausgesonderte Neongrün. Und im Punkto Design möchte ich mal kurz was ansprechen. Das hier vorne, diese zwei richtig coolen Symbole von der Allianz, das sind zwei bedruckte Steine. Das sind zwei bedruckte Steine. Lego konnte das im Jahre 2000, hat es dann anscheinend verlernt über mittlerweile 23 Jahre. Und also, ich weiß nicht, wie die davon abkommen konnten. Die sind vom rechten Weg abgekommen, ja. Von der hellen Seite der Macht sind sie zur dunklen übergelaufen. Die Kanonen hier an den Seiten, die sind wirklich ganz, ganz simpel. Könnt ihr auch einmal um 360 Grad herumdrehen. Aber das erste wirkliche Spielfeature befindet sich hier. Und zwar, wow, können wir da einmal die Cockpitscheibe aufmachen. Und da sehen wir dann auch direkt den Sitz drin, also die Andeutung eines Sitzes. Und unsere Steuerkonsole, das Ding dort, das ist auch beprintet. Ich bin mir nicht so ganz sicher, was das anzeigt. Ach, oh mein Gott! Das sehe ich ja jetzt erst. Ich dachte die ganze Zeit, das wäre ein Flugzeug. Ich dachte, Elvis, was hat denn da ein Flugzeug drauf zu suchen? Das ist ja die Brücke der Executor, die da drauf geprintet ist. Ey, das ist ja mega. Ey, so eine Detailverliebtheit. Das heißt, das ist wirklich der A-Wing, der in die Executor geflogen ist. Das ist ja mal geil. Boah, also gut, dass mir das jetzt im Video auch auffällt. Dann nehmen wir auch direkt mal unseren heroischen Helden, setzen ihn hier rein, können dann die Klappe wieder zumachen, dann sitzt der ganz locker flockig drinne. Beim Rausnehmen geht das nicht ganz so einfach. Wenn ihr den nämlich rausnehmen wollt, dann kann es auf jeden Fall schon mal passieren, dass ihr euren Piloten in zwei Teile spaltet, weil einfach die Beine zu sehr mit den Studs dort unten connecten. Das müsste dann immer so seitlich rausgemacht werden, ja. Unser zweites Spielfeature befindet sich dann direkt hinter dem Cockpit. Da können wir dann diese rote Klappe einmal aufmachen, und da drinnen ist ein Laderaum mit einem kleinen Container drinne. Und in diesem Container, ja, ist jetzt einfach nur mal noch ein Ersatzteil drin, so ein Ersatzvisier für den Helm des heroischen A-Wing-Pilotens. Ja, Freunde, und das war's mit dem Video. Was kann ich abschließend dazu sagen? Für die damalige Zeit 2000, ich wäre gerne dabei gewesen. Und ich denke, dass dieses Set auf jeden Fall für die Kinder damals sehr, sehr viel Spielspaß mitgebracht hat. Und für die heutige Zeit ist es einfach nur noch ein schöner Klassiker. Das Set ist sehr gut gealtert und auch noch zu einem gut fairen Preis heute erhältlich. Gut, beim Design her kann man jetzt sich sehr, sehr stark streiten, wie man das jetzt beurteilen möchte. Aber im Gesamtkonzept gebe ich diesem Set auf jeden Fall eine sehr, sehr gute 9 von 10. Ja, es ist halt dieser Pingeligkeitspunkt, den muss ich abziehen, aber ansonsten, ja, 9 von 10 hat das Set auf jeden Fall verdient. Und dann würde ich sagen, Freunde, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten. Bis dahin, ciao!